Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2021 mit unserer Zweispielerkarriere. Wir sind in Kanada und ja, der Sukramados ist natürlich auch wieder da. Servus. Hi. Schön, dass ihr da bist und dann nicht mal wieder einen gemeinsamen Tag gefunden haben, um ein bisschen, ja, Formel 1 zu fahren. Und zwar in Kanada, wie schon angekündigt. Rennen Nummer 5 und ja, hoffen wir mal, dass wir ein bisschen was Besseres jetzt rausholen als in den letzten Rennen. Gut, wir haben unsere KI ein bisschen runtergestellt, nur so nebenbei, damit es halt ein bisschen konkurrenzfähiger ist und man nicht so gnadenlos abgeschlagen ist. Und ich wollte nach Spanien tatsächlich erhöhen. Ich dachte mir, das wird ein bisschen eng, aber ja, wenn man dann irgendwo 6er, 7er sind regelmäßig, so sollte das eigentlich durchaus realistisch sein. Wobei AlphaTauri ja momentan eher auf Platz 4 mitfährt, ne? Mhm. Zumindest Gasly im letzten Ritz, nur das ist ja momentan ein bisschen... Gut, gehen wir mal ein bisschen das aktuelle Geschehen ein, wie heute tatsächlich angekündigt wurde. Bottas zu Alpha. Und was willst du mir erzählen? Was sagst du dazu? War zu erwarten. Na ja, gut, Bottas zu Alpha ist, Alpha ist irgendwie eine kleine Überraschung, weil ich gedacht Ich hätte gedacht, dass sie die tauschen. Dass sie, Bottas zu William schicken. Ich hab Bottas die ganze Zeit bei Alpha gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, gut, Kimi hört ja auf, da wird ja Platz frei, ne? Ohne Scheiß. Ich hab Bottas immer eher im Alpha als im Williams gesehen. Allein schon vom Verhältnis so von Leistung und ich da passt er eher zu Alpha Romeo als zu Williams. Ja, gucken wir mal, ob Alpha noch einen zweiten neuen Fahrer holt. Mick hat ja verlängert bei Haas. Da war ja auch der lange im Gespräch. Bei Giovinazzi ist ja auch noch nicht klar. Albon ist da so ein bisschen im Gespräch. Ja, aber eher bei Williams. Ja gut, da stellt sich momentan aber ein bisschen Toto Wolff quer. Der sagt ja, er, Albon, muss ein bisschen sein Verhältnis von Red Bull auflösen, damit er da hinkommt. Vielleicht holen sie ja De Vries nach Alpha. De Vries sich eher in Williams. Von ja. De Vries eher in Williams, sehe ich zumindest als für Mercedes Junior. Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, klar, Stroll. Na gut, Stroll war ja auch im Gespräch zu Mercedes, aber es wird ja nicht werden jetzt. Weil Hamilton jetzt auch 2 Jahre Vertrag hat. Naja, es wird spannend. Ich glaube, Russell wird sich aber nicht so unterbuttern lassen wie Bottas teilweise. Der wird nicht den Wasserträger spielen. Da kannst du mal sicher sein. So, dann geht's jetzt gleich los mit dem freien Training. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, dann hoffen wir mal, dass wir ein trockenes Rennwochenende haben, ne? Mhm. Zumindest mal ein trockenes Rennen. Aber Kanada ist auch so eine Strecke, da kann es auch durchaus mal regnen. Ich hoffe einfach allgemein mal auf was Besseres und nicht wie die letzten Rennen. Na gut, Monaco, Doppelausfall, Baku, dein Ausfall, da war mein Rennen aber auch nicht so gut. Du bist auch ausgefallen. Stimmt, dann. Da bin ich auch ausgeschieden, ja, aber beides auch Rennen Doppelaus, ja. Monaco habe ich ja mein Auto freiwillig abgestellt, in Baku bin ich ja abgeflogen. Spanien haben wir ja gut eigentlich gemacht, aber... Ne, Bahrain war es, Spanien war schlecht. Oder? Wie sowas. Ja, einfach ein bisschen auf Besserung. Und wir haben einen... Bewölktes Rennen, aber die komplette Rennwochenende trocken. Nee, Rennen ist Regen. Oh ja, stimmt, ich sehe es. Ich hab nur beim kleinen. Okay. Okay, dann müssen wir also das Qualifying schon mit dem Nass-Setup fahren. Ja, gut, es wird stark Regen am Anfang, dann leichter Regen und irgendwann nochmal bewölkt. Also es wird trocken. Ja, gucken, was machen. So, wollen wir loslegen? Machen wir mal. Gehen wir rein ins erste Freitraining. Los geht's. Was machen wir denn heute? Zur Strecke. Heute fahren wir wieder ein bisschen auf der Strecke. Fahren wir mit unser kleines Akklimatisierung oder also so das Trainingsprogramm. Ja, es muss eigentlich besser werden. Wollen wir nicht irgendwie komplett versauern am Ende. Gut, ich habe 11 Punkte, du hast glaube ich 8 oder 7. Oder 6 oder was. Also ein paar Punkte haben wir schon.
Aber es kann nur besser werden. Da muss man halt gucken, was die neue Saison bringt, ne? Gut, dann fahren wir mal. Womit fängst du an? Rennstrategie. Du fängst mit der Rennstrategie an, dann fange ich mit der Streckenakklimatisierung. Okay, neue Teile sind reingekommen, die funktionieren auch. Und ich fange auf Medium an. Wobei wir wahrscheinlich weder Medium noch Hard brauchen werden. Dieses Rennwochenende groß. Sekunde. Ich muss mal mein Setup auswählen. So. Na dann. Hard ist keine Option. Und dann gehen wir rein. Wieso war sie erstmal raus? Da bist du schon raus. Ich jetzt im Qualifying 3-2 für dich, ne? Oder, oder 3-1. Nee, 3-1. 3-1. Ja, da muss ich halt ein bisschen nachlegen, um mal wieder verkürzen zu können. Stimmt, du hattest das 3-1 gemacht. Monaco habe ich ja keine Runde hinbekommen. Ich habe in einzigen Bahrain habe ich dich gepackt. Ich habe mir auch 5 von 7. Und danach hast du mich, glaube ich, jedes Mal gehabt. Ja, das ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal gefahren sind. Letzten Wochenende kam ja bei mir mal Breaking Point. Da will ich aber auch noch irgendwann weitermachen. Weil ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind. Weißt du es auswendig? Nee. Bin ja auch noch nicht durch. Wie weit bist du? Noch gar nicht weit. Ich hab's nicht weitergemacht erstmal. Ja, ich bin ja Kapitel 11 mittlerweile durch. Du bist immer noch in der ersten Saison, oder was? Wobei ich muss sagen, Kanada ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ups. Zeit ist jetzt gerade relativ egal. Der ist so eine perfekte. Ah, scheiße, voll dich getroffen. Ich bin in der Haarnadel bis zu weit, sehr weit rausgekommen. Thank you.
This is the last lap of the program. Final lap of the program. Wieder zu weit raus da. In der Haarnadel. Die ist schlimm. Ich hab's jetzt einmal von drei getroffen. Okay. 290 Punkte. Beziehungsweise 295. Ich habe die Aufgabe nicht geschafft. Und Abflug. Auf der ersten Stellenrunde bin ich abgeflogen. Das Auto verloren. Oh, gerade läuft es nicht. Das war mein erstes freies Training schon mal. Ja, Verstappen muss auch raus, der muss auch abgeflogen sein. Der ist nämlich unter Grau, dann war der das wahrscheinlich auf der... Es gab eine Berührung zwischen euch beiden, ne? Ich habe auch Flügelschaden. Aber ich will das Programm noch zu Ende fahren. Du siehst es aber gerade knallhart durch. Ich glaube, ist das Ricciardo hinter dir? Keine Ahnung, ich verstehe aber auch nicht, warum die... Nee, ist Norris. Da ist, lag mein Reifen. Da bin ich abgeflogen, wo du gerade vorbei bist. Was verstehst du nicht? Warum die KI praktisch Zweikämpfe fährt im freien Training, das verstehe ich nicht. Ja, das im Rennen, das wäre geiler gewesen, so die Situation. Die Zeit jetzt gerade mal ein bisschen ignorieren, die, wie gesagt, war ja eh nur das Akklimatisierungsprogramm. Dafür sind die Trainings ja auch da. Viel auf hart. Wie gesagt, das Rennen wird ja eh nass. Oh, Vorsicht, an der. Es hat geschäftlich in der World of Champions geklagt. Da standen Mick, Perez und jetzt auch Norris in der Wall. Pass auf.
Ich will das Gas rausnehmen. Steht mich noch ein Auto. Also drei Autos ineinander gescheppert. Beide Red Bull raus. Beide keine Runden. Ja, das war unser erstes freies Training. Das war unser erstes freies Training. Platz 9, ne? Mick hat sogar 5 Plätze gekriegt. Bin ich ganz zufrieden auf Mediums mit Regen-Setup, ist in Ordnung. Na, wie gesagt, ich hab mal Klimatisierungsprogramm gefahren. Eher auf Konstanz und nicht auf Zeit. Jedenfalls auf Medium. Ja, dann halt der blöde Abflug. Genau auf meine ersten schnellen Runden, weißt du? Naja. Muss mal gucken, dass es vielleicht ein bisschen besser wird im zweiten freien Training. Aber du bist eher auf Zeit gefahren, ne? Ja, ich bin halt Rennstrategie gefahren. Na, dann fahre ich die jetzt. Hab aber auch nur eine grüne Runde hinbekommen. Obwohl, warte mal, du fährst ja. Was willst du jetzt fahren? Das nächste. Du fährst von vorne weg oder was weiß ich. Wir müssen halt nicht das gleiche. Es wäre gut, halt, wenn wir nicht das gleiche fahren. Darum geht es jetzt eher nicht. So. Du fährst die Streckerklimatisierung jetzt? Ja. Gut, dann fahre ich jetzt das Reifenmanagement und dann fahr ich jetzt, fährst du mich als letztes Reifen und ich fahre die Rennstrategie. Dann bleiben wir halt im Mix drin. So. Okay, the track is green right now. Was jeder was anderes. Take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Das kann was werden, wenn die KI mit 4 Autos schon im ersten freien Training rausfliegt und da knallhart durchzieht, wie soll das Rennen erst werden? Vielleicht ein Massencrash im Rennen? Im Regen?
case we're not hitting our target, we'll need to rerun the program if we don't get the time delta back in the green. Job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Ein Programm erledigt. Laps of fuel left. Ja, schade, haben sie mir die Rundzeit gestrichen. Mir auch die letzten beiden. Nee, ich bin in der Hahnadel zu weit rausgekommen. Und deswegen habe ich sie verloren. Aber alles gut. 1.11.5. Zumindest bin ich gerade wieder ein bisschen auf Augenhöhe mit dir. So, ich komme sofort wieder, ich gehe mal auf Klöchen. Thank you.
So, weiter geht's. Hast du aufgegeben oder bist du noch dran? Ich glaube aufgegeben. Okay. Dann gebe ich auch auf, dann haben wir das Ganze ein bisschen beschleunigt. Dann gucken wir mal, wo wir final am Ende stehen. Ja, 12 und 13, ne? Seit lange mal wieder vor dir. Wir sind ein bisschen dran. Wir sind dran an den. Ja, oder halbe Sekunde, ne? Gut, dann haben wir das erste und zweite freie Training durch. So. Gut. Dann gehen wir auf die Strecke. Und dann machen wir Blödsinn. Das machen wir auch so. Das ist normal. Siehe GTA, was wir letzten Sonntag aufgenommen haben und bald bei dir offen. Ja, doch, eigentlich. Wenn die Folgen rauskommen, sollte GTA eigentlich schon laufen. So. Gut, dann fahre ich jetzt mit meinem. Let's get a few laps under our belt. Mit meinem Reifen. Ne, Reifenprogramm habe ich es nicht. Das war. Boxerstrategie, Rennstrategie oder was auch immer. Das erste da vorne. Das, was du am Anfang gefahren bist. Falls ihr das ein bisschen erfolgreicher sehen wollt, könnt auch gerne mit dem Sukramatis auf dem Kanal gucken. Ist natürlich verlinkt. So. Noch auch erfolgreicher, weiß ich nicht. Schauen. Schauen, was am Ende rauskommt. Betone aber nochmal, dass ich das hier halt auch die Karriere hier mit Kev Gaming mit Lenkrad fahre. Normalerweise fahre ich kein Lenkrad. Genau so ist es. Du nutzt es quasi als Training, mit Lenkrad zu fahren. Mhm. Ja, okay, alles gut. Wir sind das eine. Dann haben wir morgen natürlich das Qualifying und Sonntag wie immer das Rennen. Ja, und dann gucken wir mal, was nächste Woche nochmal Termin finden oder ob wir dann nächste Woche wieder Breaking Point bei mir sehen. Also mal gucken, was machen. Achso, willst du morgen Qualifying machen? Okay. Nein, heute. Achso. Zieh das heute komplett in einem Rutsch durch. Also für uns heute, für die Zuschauer morgen. Achso. Nee, alles gut, wir ziehen das durch heute komplett. Dann habe ich das jetzt falsch verstanden. Ja, das ist nur meine Upload-Zeit. Weil die Folge, die jetzt hier ist, ist an einem Freitag und das Qualifying Samstag. Sonntag drin. Bei Breaking Point mache ich es immer Karriere, kapitelweise. Mhm. Good.
So. Reifenmanagement direkt erste Runde mit Lila, glaube ich, beendet. Cool. Super job so far. We're getting great data. Stay focused. Na, ich komme nicht rein. Ich habe eine grüne. Der hängt am Mix sogar noch. Langsames Tempo. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps.
this lap, please, box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So. So. Meilenweit entfernt von irgendwas. Ja, ich glaube, Punkte wird bei mir schwierig. So wie die Zeit momentan aussieht. Ja, wie gesagt, vergiss nicht, dass es auch noch regnet, ne? Ja gut, dann nicht mal wieder durch, zumindest mal wieder durchkommen durch das Rennen. Das ist es halt, ne? Das Qualifying muss jetzt beim Regen-Setup fahren. Mhm. So, gut, und dann geht's im Qualifying morgen weiter.